Ja, wieder herzlich willkommen bei eurem ICEOS-Kanal Energy for People. Für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, mein Name ist Dirk Schul. Vom Beruf bin ich Maschinenbaumechaniker, Handwerksmeister, beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Fluidtechnik, sprich Hydraulik, Pneumatik und seit über 20 Jahren mit Leinwandkraftanlagen. Und heute wollte ich euch hier an diesem Schnittmodell zeigen, wie Wege-Schieberventile funktionieren. Gibt da verschiedene Ausführungen, von NG6 angefangen, dass der hier wäre, das ist eine Nenngröße NG6. Da können wir gleich nochmal drauf zurück, das zeige ich euch mal ganz kurz. NG6, das ist ein genormtes Wurbel, das wäre das hier oben. Dann kommt NG10, diese beiden Ausführungen werden auch normal direkt gesteuert angeboten am Markt. Dann kommt NG16. Und es geht weiter mit NG25 bis NG32. Wegeschieberventile sind so ziemlich das geläufigste in der Industriehydraulik. Sie kommen also überall vor. Und wie man jetzt dazu kommt, hier 4-3 Wegeschieber oder so, wie man die Bezeichnungen macht, das liegt zusammen hier mit dem Bohrbild, also mit den Anschlüssen. Zunächst einmal zählt man einfach die Anschlüsse P, T und dann hier mal Arbeitsanschlüsse A, B und dann die Schaltstellungen. 1, 2, 3, das wäre in dem Fall ein 4-3-Wege-Schieber-Ventil. Das hier ist das Symbol von diesem Ventil. Hier sieht man es auch nochmal im Schnitt, ist auch nicht so gut zu erkennen. Das hat eine Parallelstellung hier auf der linken Seite. Das ist normalerweise die Vorlaufstellung in dem Moment für den Verbraucher. Das heißt, man würde das hier auf den Bodenseiten, auf der Kolbenseite des Zylinders anschließen. Und hier haben wir dann die gekreuzte Stellung, das ist die Rücklaufstellung. Beides wird hier über Magnete bestromt, normalerweise geschaltet und ist dann federzentriert. Ich will euch heute aber die Funktionalität zeigen, hier an einem 4-2-Wege-Schieberventil der Nenngröße 6, also NG6. Sieht man hier drunter nochmal, hier sieht man das Gehäuse, hier sieht man die 4 Bohrungen. Da haben wir hier P, ist eingestanzt für die Pumpe. Hier haben wir T, das wäre dieser Kanal. Hier haben wir B für Wärter, also für einen Arbeitskanal. Und hier haben wir den Kanal A. So, dieses Ventil hat dieses Schaltsymbol und da sieht man, da ist P in der Ausgangsstellung P, T und Berta ist verbunden, geht hier auf dieses DBW, geht das dann drauf. Das heißt, wäre stromlos offen, das ist dann in dem Moment, das wird das Umlauf machen, dieses DBW. Ich zeige es mal ganz kurz hier, so sieht das dann aus, wenn es aufgebaut ist. Das heißt, der Druck bricht hier am Hauptkörper zusammen, es läuft fast drucklos um. Eigentlich ist das ein anderes Fachvideo, wo wir dann die DBWs speziell nochmal drin behandeln. Hier geht es jetzt nur um die Funktionalität vom Wegeschieberventil. So, und da bauen wir hier mal auseinander. Und da sieht man hier drin, in der Bohrung, hier in der Längsbohrung, läuft dieser Steuerkolben. Ausgangsstellung sieht man ja hier, ist P, hat Verbindung zu Berta. Das sieht man hier, über diesen kleinen Spalt hier unten, Verbindung zu Berta hier und gleichzeitig zu T. Das sehen wir hier auch nochmal. So, und jetzt zeige ich euch, wie Berta beim Schalten, legen wir Strom an, mit dem Regelnetzteil, und jetzt zeige ich euch, wie man das beim Schalten, wie das dann gesperrt wird. Zack, hat man gesehen, wie es geschaltet wird. Ich mache das noch einmal langsam, so ist der Rückfluss. So, das zeige ich hier ganz langsam nochmal mit dem Netzteil. Jetzt schaltet es langsam. Oh, hoppala, man muss auch das Netzteil einschalten. Jetzt schaltet das ganz langsam durch. Gesehen? Noch einmal. P und Werter und T haben Durchgang. Und jetzt wird dieser Durchgang versperrt. Zu B geht nichts mehr. Es geht jetzt alles hier rüber zu A. Das kann man hier nochmal anlegen. Hier, es geht hier rüber zu A. Das ist dieser Spalt hier. Da ist dann frei und es geht zu A rüber. Und wäre in dem Moment dann halt gesperrt. In dem Moment wäre dann unser DBW20, wäre in dem Moment, würde dann hier, zeige ich hier mal ganz kurz am Bild, also hier am Bild, das wäre dann hier, wird dann hier über dieses Druckbegrenzungsvorsteuerteil, wird dieser Hauptblock hier unten dann, würde dann die Funktionalität drüber laufen, sobald das hier gesperrt ist. So, noch ganz kurz eine Bemerkung vielleicht dazu. Diese Wegeschieberventile, wie es hier jetzt gezeigt ist, hat zwar hier Sperrfunktion in der Mittelstellung. Das heißt aber nicht, dass euch ein Zylinder oder Last hier stehen bleiben würde. Hier haben wir natürlich eine gewisse Legage und die wiederum hängt mit diesem Spaltmaß hier dann wiederum zusammen, wo wir haben. Dementsprechend hoch ist dann diese Legage bei
höherem Druck, natürlich höher wie bei niedrigem Druck. Und je nachdem, wie hoch das Spaltmaß ist, haben wir hier natürlich dann dementsprechend Druckverluste. Vielleicht noch ganz kurz dazu, direkt gesteuert gibt es das NG6 und das NG10. Ab NG16 normalerweise werden die dann vorgesteuert, typischerweise dann entweder im NG6 oder dann normal, wenn es bei NG20 weitergeht, mit dem NG10er Ventil werden diese Ventile dann, Wegeventile dann vorgesteuert. Kann ich euch hier auch nochmal ganz kurz vielleicht hier zeigen. Hier ist nochmal ein Bild, das ist dann vorgesteuert. Da oben sieht man das normale Wegeschieberventil und hier unten wird es dann hydraulisch, wegen der Größe der Kräfte, wo man benötigen tut, hier wird das hydraulisch dann hier von dem Vorsteuerteil durchgeschaltet, der Hauptkolben. Ja, mysteriöserweise das Größte, was ich mal gesehen habe, also an einem Wegeschieberventil, das war, zeige ich euch hier mal auf dem Bild, auf einem Hubboden, einem Schwimmbadhubboden, das war dann aus den 1960er Jahren, noch eine ganz alte Hydraulik, das war dann ein 6-2-Wege-Schieberventil, vorgesteuert auch mit einem kleinen Ventil, aber nicht genormt, das war kein genormtes Lochbild, ich wollte es mal nur auf dem Bild zeigen, so sieht ein Hubboden übrigens aus, wenn er trockengelegt ist, also wenn kein Wasser mehr drin ist, normalerweise ist alles geflutet mit Wasser. Und so sieht der Hubboden dann halt aus. Wenn sich jemand für diese Schaltung speziell interessiert, dann kann er hier die zum Beispiel nachlesen, der kleine innovative Hydrauliker. ISBN-Nummer findet ihr unten auch wieder in den Kommentaren über dieses Buch. Da sind dann auch noch andere Schaltpläne drin, wo vielleicht auch für den Profi-Hydrauliker, aber auch für den Laien sehr leicht verständlich erklärt sind und auch, denke ich mir, übersichtlich angeordnet ist. Da ist unter anderem diese Hubbodensteuerung auch mit drin. So, und das war's mal wieder heute mit unserem Fachvideo, was die Wegeventile betrifft. Wir sehen uns in Kürze wieder mit einem neuen Fachvideo. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Bis dahin, euer Eisvideos-Team. Salut!